Willkommen beim zweiten Ottobock E-Rolli Fußball Cup 2015. Wir haben zwei Spieler der Vorjahressieger des ASK Wien 1 gebeten, uns ein bisschen etwas über E-Rolli Fußball zu erzählen. Also bei E-Rolli Fußball spielen wir, wie es vorhin schon sagt, in der elektrischen Rollstuhl. Dürfen maximal 10 km/h gehen. Vorne bei den Füßen wird ein Gitter umgegeben als Schutz für die Füße, mit dem man aber gleichzeitig auch den Ball führt und schießt. Am Feld spielt man zu viert, einen Tor und drei im Feld. Und durch Drehschüsse bzw. Ballführungen und Passen entstehen dann die Tore. Und das Fußballfeld ist so groß wie ein Basketballfeld und es gelten fast alle Fußballregeln. Es gibt noch eine Spezialregel aus Sicherheitsgründen, die heißt 2 gegen 1. Es dürfen nie zwei Spieler einen Gegner angreifen. Jemanden reinfallen ist ein Foul, also es ist kein Scooter, sondern es ist wie Fußball. Den Gegner treffen ist ein Foul. Wenn im Strafraum zwei Verteidiger und ein Tormann stehen, ist auch ein Foul. Also es gibt auch spezielle Rollstühle, die sind nur fürs Fußballspielen entwickelt worden. Bei denen ist es halt so, dass die Beschleunigung sehr, sehr stark ist. Damit jeder Meter, wo du schneller beschleunigst, ist ein Vorteil für dich. Und auch beim Drehen, umso schneller du dich drehst, umso stärker schießt du den Ball. Wir sehen zunächst die Partie ASK Wien 3 gegen den RSC Heindl Oberösterreich. Die Wiener, die klar dominierende Mannschaft. Hier ein Tor durch die Nummer 11 der Wiener, Felix Pell. Doch auch die Oberösterreicher kommen zu einigen Chancen, wie zum Beispiel bei diesem Schuss von Christian Schimpel, der nur knapp am Tor vorbeigeht. Der Endstand lautet 3:1 für den ASK Wien 3. Als nächstes trifft der ASK Wien 3 auf die Sieger des Vorjahres, den ASK Wien 1. Die Titelverteidiger werden den Erwartungen gerecht und so steht Armin Koller, der Torwart von Wien 3, fast unter Dauerbeschuss. Bald steht es 1:0 für Wien 1 und nach dieser herrlichen Kombination mit einem ungewollten Rückwärtsassist vom Verteidiger des ASK Wien 3 verwandelt Jasna Puskaric eiskalt zum 2:0. Mit dem 3:0 durch Martin Ladstätter von der Strafraumgrenze aus geht die Partie in die Pause. Hälfte 2 spielt sich fast nur mehr in der Hälfte des ASK Wien 3 ab. Wien 1 kommt zu zahlreichen Torchancen, wie hier zu diesem Weitschuss von Michael Kiefler, der jedoch an die Stange geht. Michael Hagleitner im Tor von Wien 1 hat kaum etwas zu tun, während seine Mannschaft den Gegner weiter unter Druck setzt. Einmal gelingt es noch, den Abwehrriegel zu durchbrechen, und zwar bei diesem Eckball von Martin Ladstätter, herrlich verwandelt von Michael Kiefler zum 4:0 Einstand. Es folgt die Partie RSC Heindl Oberösterreich gegen die Gäste aus Dresden. Die Dresdner kommen von Anfang an besser ins Spiel und so steht es bald 1:0. Schließlich muss sich die junge oberösterreichische Mannschaft mit einem 0:6 geschlagen geben. Gekämpft wurde trotzdem bis zum Schluss. Wir kommen zur entscheidenden Begegnung des Turniers. ASK Wien 1, der Titelverteidiger, gegen ASK Wien 2. Beide Teams sind bisher ungeschlagen. Bei einem Unentschieden würde jedoch Wien 1 gewinnen. Wien 2 steht also unter Zugzwang. In den ersten 5 Minuten sieht es jedoch eher so aus, als ob Wien 1 bald ein Tor schießt. Die Mannschaft kommt zu einigen Chancen, meist jedoch vereitelt durch die aufmerksame Verteidigerin Stefanie Stubreiter. Sie leitet diese Konterchance für Ilias Lusic ein. Und das ist das 1:0. Tja, auch beim E-Rolli-Fußball scheint zu gelten, die Tore, die man nicht schießt, bekommt man. Das Tor beflügelt den ASK Wien 2 und die Partie wird zum offenen Schlagabtausch. Wien 1 gelingt zwar der Ausgleich, doch am Ende gewinnt Wien 2 mit 2:1 und krönt sich zum Sieger des Turniers. Wir freuen uns schon auf den nächsten Ottobock Cup 2016.